Berlinerin schaffen da keine Lücke. Und der Ball geht in den Block und dann hat ihn Manja Wulff. Hering scheitert an Schwarz. Nur die Möglichkeit, vielleicht mal einen Schnellangriff zu fahren, von den Berlinerinnen nicht genutzt. Fünfer Schwerin hat sich wieder formiert. Lohm scheitert mit dem Sprungwurf. Da haben sie die Berlinerin schön durcheinander gewirbelt. Badlau und Künzel. Und es gibt eine 2-Minuten-Strafe gegen Madeleine Hensel vom Berliner TSC. An die 7-Meter-Linie wird jetzt wieder treten. Die Nummer 10. Antje Thormann. Und sie tritt an gegen Agnes Schwarz im Tor des Berliner TSC. Und er ist drin. 29 zu 25 für Grün-Weiß-Springen. Und der Ball vom Kreis von Theresia Loll. Auch ein Scherb von Manja Wulff. Und es gibt so Ballbesitz für Grün-Weiß Schwerin. Und die Möglichkeit, hier mit 5 Toren davon zu ziehen. Knappe 8 Minuten vor dem Ende. Badlau scheitert. Dann Schwarz und Schmarin muss neu aufbauen. Kirschner kann den Ball nicht fangen und so gibt es Ballbesitz für die Berlinerinnen. Abgefangen von Wendy Künzel. Und das war wieder ein klasse Anspiel von Künzel an den Kreis auf Thormann. Und sie erhöht auf 30 zu 25. Schwarz für Berlin an den Pfosten. Ballbesitz Grün-Weiß-Schwerin. Setzen sich klasse durch. Kerstin Finkel zum 31 zu 25 für Grün-Weiß Schwerin. 6 Tore Führung, 6 Minuten vor dem Ende.
Es gibt eine 2-Minuten-Strafe gegen Bibi Bartlau auf Seiten von Grün-Weiß-Schwerin. Und er versucht durchzustecken an den Kreis. Und es gibt 7 Meter für die Berlinerinnen. Isabel Duva an den 7-Meter-Strich. Und sie verwandelt zum 31 zu 26. Der Ball von Agnes Schwarz nach dem Wurf von Kerstin Penkel geht im Seitenaus, hoch Ballbesitz für Grün-Weiß-Schwerin und jetzt gibt es 7 Meter nach dem Wurf von Künzel. Und Tormann tritt an den 7 Meter Strich. Scheitert an Agnes Spaß. Sie versenkt natürlich den Ball zum 32 zu 26. 4 Minuten vor dem Ende. Auf der Gegenseite schön freigespielt in Außen Stefanie Rochlitz zum 32 zu 27. Und das war ein klasse gespielt. Jetzt der Camper-Trick. Klappt leider nicht. Oder Bank auf die Schnelle mit dem Versuch eines Camper-Tricks auf Wendy Künzel. Das gelingt leider nicht. Da wollten sie den Fans hier in der Reifemann-Sporthalle etwas bieten. Hat nicht geklappt, nur ein klasse Kreisanspiel auf Theresia Loll. Sie scheitert an Manja Wulff. Die Berlinerinnen mit einer sogenannten 4-2-Deckung, das heißt 2 Offensive vorgezogen, um mehr Aggressivität in der Abwehr zu haben, um Schwerin zum Abschluss zu zwingen und die nutzen die Kerstin Felkel mit dem 33 zu 27 für Grün-Weiß-Schwerin.